Ja, hallo und willkommen zurück zum Minecraft mit der schönen Mist auf Pandaria Musik. Ich entschuldige mich für die letzten 1,5 Folgen, wo es asynchron war. Ja, ich habe versucht, irgendwie alles da irgendwie so zusammenzubasteln, dass irgendwie passt, aber ja, keine Ahnung, ging nicht. Ich hoffe, dass diese kurzen Standbilder jetzt weg sind. Ich habe jetzt Fraps neu installiert. Ich habe das Minecraft nochmal neu installiert. Ja, ich kann es jetzt nur... Weiß nicht, vorhin habe ich gespielt eine Stunde. Hatte ich das überhaupt nicht. Ich hoffe, dass es jetzt passt. Ja. Ja, noch was. Das ist jetzt das 100-Folgen-Special. Ich habe mir überlegt, was ich machen könnte. Soll ich jetzt irgendwie was Spezielles oder so machen? Oder ja, ich dachte mir, ich spiele einfach so normal weiter wie immer. Die Folge wird aber dafür eine Überlänge bekommen. Wie lange ich sie machen werde, werde ich jetzt noch nicht sagen. Oder, man, im Prinzip ist es egal. Ihr seht es dann eh morgen. Wenn ich dann morgen sage, ist es natürlich für euch dann schon heute. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dann die Überlänge. Würde mich dann freuen, wenn ihr dann irgendwas dazu in den Kommentaren schreibt, ob die Länge euch gefallen hat, was ich dann auch gemacht habe, ob euch das auch gefallen hat. Und ja. Aha, Diamantschaufel haben wir uns das letzte Mal gebaut mit Effizienz drauf. Oh, stimmt, genau. Gut, dann würde ich einfach sagen, mach mal weiter. Ich wollte in diese Richtung dann die erste Strecke machen. Ich glaube, ich gehe dann noch ein bisschen in die Breite. Mindestens zwei noch. Und dann passt es schon. Ja, Stimme wird langsam besser. Ein bisschen Husten habe ich immer noch, aber zum Glück ist jetzt mal, sind die Halsschmerzen weg. Ja. Ich merke nur, natürlich, wenn ich dann sehr viel rede, wird der Hals... Wow. Hehehe, ist ja cool. Hoppala, da. Gräbt man ja ganz schnell alles weg. Echt vorsichtig sein. Ja, wenn ich dann halt viel rede, dann ist natürlich, merke ich dann so ein Kratzen im Hals. Uff, ja, aber es wird auch weggehen. So. So, mein anderes Let's Play, das neue, da, was ich ja... Hoppala, ich glaube, das ist schon zu tief. Ja, du bist zu tief. Nur drei, wegen der Wand dann auch noch. Evolent, genau. Ist ja dann auch, wenn ihr jetzt diese Folge hier seht, schon in der vierten Folge, glaube ich. Ich hoffe, euch gefällt meine Überraschung. Also ich bin total fasziniert von diesem Let's Play. Also auf allein schon auf so eine Idee zu kommen, die ganzen Evolutionsstufen von den Adventure-Action-RPGs da durchzumachen, welche Neuerungen da eigentlich immer so nach und nach kamen, also es hat mich so fasziniert und dachte mir, ach, weißt du was, das Spiel holst du einfach, hat ja eh nur 10 Euro gekostet und ja. Irgendwo habe ich jetzt inzwischen gelesen, man soll mindestens, glaube ich, 25 oder 30 Stunden, glaube ich, brauchen, um jetzt diese Kampagne zu durchspielen, was eigentlich eh sehr lange finde. Und ich bedenke, dass ich da immer Viertelstundparts mache, sind das in der Stunde 4. Sollte es wirklich 30 Stunden dauern, das durchzuspielen? Ja, dann wäre das eh 30 mal 4, 120 Bars, also wäre dann
nach Minecraft eigentlich eh mein längstes Let's Play. Bin gespannt, ob es dann auch wirklich so stimmt oder... Ja. Aber werden wir ja sehen dann. Gut. Da habe ich jetzt schon zu viel. Da fliegt man einfach mal mit Erde kurz das weg. Zack. Wir wollen ja nicht zu viel Stein verschwenden, weil eigentlich will ich mehr Stein generieren durch das U-Bahn bauen. Damit man auf dem Berg da endlich... na, was? Ja genau, diese... Dass mir jetzt einfällt, so eine kleine, ja, Festung, Aussichtsturm oder ja, sowas bauen können. So. Legen wir hier, hoppala, mal eine Spur. So. Ja, bis jetzt immer noch nichts da an Standbildern. Das ist schon mal sehr gut. Zack, zack. Mhm, du musst ja auch. Ne, Blödsinn. Da kommt dir das so her. Genau, da oben erspare ich es mir. Da kommt mir das dann eh dann so. Hier ist es ja auch so. Und dann geht es eigentlich eh so hier weiter. Genau, ich finde 3 hoch reicht schon. Wobei ich mit denen hier auch noch sparen kann. Ach, schon wieder so ein verdammter Zombie. Was mir die Tür einschlagen will. Geh weg, niemand zu Hause. Ich hab keinen mehr. Toll. Ja, naja gut. Haben wir hier mal die Erde raus, die Tiefe. Mache ich auch lieber noch da. 2. Ach, sagen wir 3. So. Moment, ich fange lieber so hier an, damit die auch was sehen können. Ach, ich liebe die Schaufel. Die ist cool. Boah, wenn die Spitzhacke so wäre. Zack. Und zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zacke die Zack. Oh Mann. Wenn da zu lange oben bleibt, gräbt man sich gleich bis China durch. Wobei wir in Europa ja nicht dann direkt in China rauskommen würden. Wir würden ja, glaube ich, irgendwo mit im Meer landen. Steine weg. Ach, Steine weg. Erde weg. Oh Mann, da kommt wieder so viel Erde zusammen. Mal schauen, ob wir die alle aufbrauchen werden. Vielleicht spätestens, wenn ich dann den großen Erntekomplex baue. So, das hier alles noch aufnehmen. Dann muss das hier auch noch weg. Das kann eigentlich bleiben, ja. So. Ja, letztes Mal sprach man schon ein bisschen über SimCity.
Ja, ich habe es mir ja privat ja auch geholt. Ja, ich fand sowas schon immer interessant. Städte bauen sowas, nur bin da immer noch überlegen, ob das was wirklich was für Let's Play ist. Weiß nicht, da kommt es mir dann fast so vor, als wenn das irgendwie zu langatmig wäre oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann muss diese Wand hier noch raus. Da muss ja Cobblestone rein. Und ja, habe halt auch so vor mich hingespielt. Und was mich wirklich extrem daran ärgert, meine Güte, ja, es verlangt halt eine permanente Internetverbindung. Okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Dadurch, dass ich ja auch StarCraft und Diablo und so spiele, wo du ja auch eine permanente Internetverbindung hast. Ich bin dran gewöhnt, es funktioniert und so. Aber wie oft man dort mitten im Spiel, jetzt bei SimCity, ins Hauptmenü zurückgeworfen wird. Einfach so, ohne Vorwarnung oder so. Wenn irgendwie stehen würde, ja, sie werden in, keine Ahnung, von mir aus da in 10, 15 Sekunden da ins Hauptmenü zurückgeschickt. Oder irgendeine kleine Nachricht, oder, hey du blödes Arschloch, in 10 Sekunden, weiß ich nicht, kannst du deinen Spielfortschritt, kannst du irgendwo hinschmieren oder sowas. Oder irgendeine kleine Info wird schon reichen. Gar nichts. Ab und zu war eh nichts, hast dann einfach gleich wieder geklickt auf Spiel fortfahren. Zack, hast dann deinen alten Punkt weitergespielt. Was natürlich dann auch passieren kann und was mir öfters passiert ist. Sagen wir so, du hast jetzt so ein, zwei Stunden dran gespielt. Ja, letzten zwei Stunden. Einfach weg, wurde nicht gespeichert. Na, da freust du dich ja natürlich. Hoppala. Und sowas finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, man zahlt ja fürs Spiel. Es ist ja nicht so, als wenn ich das Ding jetzt da gratis oder so bekommen hätte oder keine Ahnung. Ich zahle doch für diesen verdammten Mist. Und dann passiert sowas. Und dass da mal so eine vernünftige Stellungnahme von EA kommen würde oder sonst was. Nee, also, da muss ich echt sagen, ich glaube, denen sind die Kunden wirklich scheißegal. Denen geht es nur mehr ums Geld. Also seit die so ein Riesenkonzern sind, kann man das total vergessen. Also es ist echt schon schlimm. Ja, da fühle ich mich halt einfach da als Kunde aber sowas von verarscht. Ich meine, wer würde das nicht? Also, oder was dann noch ab und zu ist, was sich aber zum Glück schon gebessert hat. Zack, ich will spielen. Ja, denkst du, Spiel zeigt dir den Mittelfinger. Ja, nein, es geht jetzt nicht spielen. Die Server sind ja nicht online. Ja, super. Da muss ich sagen, was interessiert mich die Server? Wenn ich spielen will, will ich spielen. Und es ist mir scheißegal. Und von mir aus kann euer Server abbrennen. Dann schaut, dass ich, wenn ich wirklich da allein spielen will und nicht mit Freund oder so zusammen, dass ich das verdammte Game gefälligst da offline spielen kann. Also, ich meine, keine Ahnung. Ist mir wirklich, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen brutal an, aber es ist mir wirklich scheißegal, was mit dem Server da ist. Wenn ich spielen will, will ich spielen. Und das hatte ich jetzt wirklich schon in so vielen Spielen, die wirklich da alle auf diesen super geilen, hochmodernen und revolutionären und was weiß der Teufel und super ausgedachten Kopierschutz setzen, aber dann irgendwie, ja, es ist zum Scheißen. Weil ich bin auch wirklich schon auch im Überlegen gewesen. Ach, weißt du was, dachte ich mir, holst einfach die gecrackte oder so, oder haust du irgendwie so ein Crack drauf, dass du so spielst. Aber
im Prinzip, das kann es ja auch nicht sein, dass ich mir da wirklich da an Greg holen muss, nur damit ich da wirklich in Ruhe spielen kann. Also, ich weiß nicht. Ist das noch? Ja. Damit ich mich hier noch auskenne, was ich tun muss. So. Nee, mich würde jetzt auch wirklich interessieren, wie ihr über solche Kopierschutz denkt. Ich meine, ehrlich gesagt, ich sehe sowas ehrlich gesagt nicht wirklich als Kopierschutz an. Also das fällt eher unter die Kategorie, ja, dummen Kunden zahlen eh fürs Spiel, also können wir die mal ordentlich verarschen. Also ich meine, und man sieht ja, es ist auch so möglich, da eine gecrackte Version irgendwie zu bekommen und zu spielen. Also es gibt keinen hundertprozentigen Kopierschutz, wo du wirklich sagen kannst, naja, jetzt haben wir die Leute da mal ausgetrickst und gibt's eh nicht. Also macht das so wie früher, irgendwie so ein normalen Software-Kopierschutz auf die CD, DVD raufhauen und passt schon. Ihr werdet sowieso nie, hoppala, nie ganz verhindern können, dass da irgendwie gecrackte Spiele oder sowas entstehen oder dass wirklich da die Cracker das umgehen. Ja, wird nie passieren. Also das ist so wie mit, keine Ahnung, Antivirenprogramm, Firewall, es wird immer wieder Leute geben, die einfach das als Herausforderung sehen, dennoch da irgendwie ein Virus, Trojaner oder irgendwie eine Möglichkeit zu finden, auf das System zuzugreifen, und das ist halt schon ein kleiner Wettbewerb unter diesen Leuten, und so ist es halt bei dem Spielen auch, also es wird nie ändern. Also kann man da trotzdem irgendwie dann normalen nehmen, wo sich dann die Kunden nicht verarscht vorkommen. Ja, meine Meinung jetzt mal dazu. So, kurz mal genug abgelästert. Soll ich gleich hier anfangen? An der Mauer so einen Dreierdurchgang zu machen, hätte ich mir das kurz ersparen können, die neuen Steine da zu setzen. Ach Blödsinn, weil müsste ich das ja da machen, weil hier ja eigentlich dann diese Wand weitergeht, und wenn ich dann hier durchfahre, müsste ich das auch so machen. Muss ich gleich mal was schauen. Okay. Sieht ja mal nicht so gut aus. Es ist schon hell. Sehr gut. Nicht, dass da wieder so ein verfluchter Creeper daherkommt und alles wegsprengt. Ach, ich hasse diese Viecher so. Ich habe schon überlegt, mir so eine Anti-Creeper-Mod drauf zu machen. Hoppala. Oh, ist das geil. Und da so mit der Schaufel durchmähen kann. So. Zack, 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 zack. Hoppala, fast in den Kaktus reingelaufen. So, das noch aufsammeln. Was spielt da für ein Lied? Aus Kataklysmen. Mhm.
Alles klar. Ja, leider sehe ich jetzt den Titel nicht, weil das so lang ist. So. Zack, zack, zack. Wie viel habe ich denn? Ach, ein Block fehlt noch, dann hätte ich 2, 3, 4 Stacks, sehr gut. Ihr wisst doch, hoppla, ihr wisst doch sicher schon, was jetzt kommt. Ach, da liegt ja noch mehr. So. Hopp. Und hoppidi hopp. Nee, ich muss sagen, das regt mich so auf, diese verdammten Kopierschutz da. Diesen halben Maßnahmen. Ach, da wird noch ein bisschen fehlen. Jetzt bin ich mir sowieso nicht sicher. Brauche ich hier 4 Sand? Und ein Sprengpulver oder umgekehrt? Oder muss das so sein? Ich habe da eher das Gefühl, ich brauche da... Ich muss das so machen. Mist, schon ewig kein Dynamit gemacht. Oder muss ich das einkreisen? Oder ging das so? Ah, es ging wirklich so. Okay. Also Sprengpulver im X anordnen. Und das andere dann so. Gut, dann warte ich hier einfach kurz und quatsch noch ein bisschen vor mich hin. Und sammle mal noch ein bisschen Sprengpulver. Was habe ich hier noch? Da kann ich noch ein paar Bögen zusammen. Was hat denn der? Ach, den wollte ich ja nehmen, um da zusammen zu machen. Der ist repariert. So. Machen wir das so. Du bist so ein Auge. Du bist auch Gold. So und so. So, so etwas. Das hier so liegt. Okay, ja. Dann ist er ein bisschen besser aufgeräumt. Tee und Tee. Das geht sich noch nicht ganz aus, dass der ganz heil wird. Aber ja. Wird schon werden. Ein bisschen Kohle haben wir jetzt auch noch. Dann mache ich mir dann gleich noch ein paar Fackeln. Ich glaube, bei der heutigen Folge war das auch, wo ich gefragt habe, welche Art von Let's Plays euch interessieren würden. Ja, meine, ich habe ehrlich gesagt nie wirklich viel da mit Facebook und so herumgetan, als ich dort noch so privat angemeldet war und so, man. Ja, ich fand es immer nur lustig zu lesen, was der andere so in dem Profil schreiben. Weil, ich muss sagen, manche... posten alles rein, also wie ich schon mal gesagt habe, gerade dass sie nicht schreiben, ja jetzt gehe ich aufs Klo, jetzt komme ich zurück, ich trinke gerade einen Schluck Wasser und da ist gerade eine Biene vorbeigeflogen, also gerade dass da nicht wirklich alles drin steht und das fand ich immer schon so erheiternd und eigentlich nur deshalb war ich angemeldet, habe auch dort also diese paar Spiele gespielt, aber wäre mit der Zeit auch langweilig und ja, wie gesagt, um zum anderen Thema zurückzukommen, sobald ich rausfinde, wie man dort eine Umfrage macht, werde ich eine Umfrage reinstellen, wegen dem, was ich halt schon in der letzten Folge gefragt habe, welche Art Let's Plays ihr sehen wollt. Also soll ich die Super Nintendo-Ecke lassen
wird sicher eine Auswahlmöglichkeit sein, oder soll ich sie wegtun, oder soll ich ganz andere Spiele auf diesen alten Konsolen spielen, also nicht nur diese RPG und Adventure und Action-RPG Spiele, soll ich Retro-Spiele auf dem PC spielen, was das alles gibt, und wie gesagt, ihr werdet da dann abstimmen können, ihr werdet dann auch darunter hinschreiben können, was, oder Spielvorschläge machen und sowas alles, würde mich dann interessieren, in welche Richtung ich da eher gehen soll. Und ja, bin dann schon gespannt, also sobald ich dann die Umfrage weiß, wie es erstellen geht, werdet ihr es als erstes erfahren. So, oh, da stapeln sich schon die Monster. Ja, dann würde ich sagen, los geht's, wir sind Level 0. Mal schauen, das Level wir erreichen. Haut den Monstern die Schädeldecke ein, Schädeldecke ein, Schädeldecke ein. Haut den Monstern die Schädeldecke ein, Schädeldecke ein, Schädeldecke ein. Oh Mann, wie viele Monster hier sind, Monster hier sind. Wie lange sind wir jetzt hier gestanden? Habe ich gewartet? Vielleicht 2-3 Minuten? Hä? Das nennt nicht mal eine XP-Farm. Und genauso muss das ablaufen. Und nicht da 7000 Folgen lang blöd dran stehen und weiß ich nicht, in der Zeit gerade mal so viel Level erreichen, dass ich mir vielleicht 2 oder 3 Trümmer verzaubern kann. Also das ist ja. Und Level 30. Hoppala. Es waren nicht so viele Monster, dass wir hungrig sind. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Gold. Da ist noch ein Schwert. Das. Knochen. Ist noch ein Schwert. Schaufel war eben mein. Oh, Pfeile. Okay. Die will ich eigentlich haben. Okay. Hoppala. Ja, aber jetzt gehst du da schnell rein. Habe ich da noch einen Baum, dass ich noch ein bisschen Speckkuchen bekomme? Sehr schön. Pfeil weg, das weg, das weg. Das weg. Ist das wieder ein Eisenbahn? Lol, ist schon wieder ein Eisenbahn. Die zwei kombinieren. So. Was hat das? Ne, das sind. Wow, Schärfe 3 und Plünderung 2. Ist ja echt mal nicht schlecht. Was hat Schärfe? Blöd, dass das Goldschwert nicht lange hält. Ein paar brauche ich noch. 5 ganze Stacks hätte ich gerne. Dann könnte ich gleich einen ganzen Stack machen. So, ich versuche jetzt mal den Freund des Reaper mit dem Plünderungsschwert zu töten. Hier habe ich doch auch Plünderung drauf, oder? Ja. Dass ich da ein bisschen mehr rausbekomme. Und ich kann mir das hier im Handschwert ja reparieren, also nicht so geizig sein damit. So, wieder eine Waffe gefallen. Weg, weg. Gammelfleisch weg. Gleich ist das Deck voll. Da liegt auch noch was rum. Oh, da. Alles dünn. Ich kann mir gleich wieder was verzaubern. Die Frage ist, was? Na? Was mache ich mir drauf?
Stärke 1 wieder. Das Ding hat auch Schärfe. Dass man die Dinge nicht untereinander austauschen kann. Hier kommt hierher Stärke auch auf. Okay, die zwei könnte man kombinieren. Und irgendwie kann ich die Kugeln da nicht einsammeln. Die schwirren um mich rum wie so lästige Mücken. Das weg. Gammelfleisch weg. Wie viel fällt denn noch? Gleich haben wir's. Und dann gibt's mal ordentlich D&D-Action. Das sage ich euch. Ich glaube, wir haben da diesen Stack voll. Okay, wie war das? So, 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 so. In jede Ecke D&D und in die Mitte. Ah, Schwarzpulver meine ich. Yeah, da ist es. Sollte ja reichen. Für das, was wir vorhaben. Das weg, das weg. Ach, schon wieder nach oben. Dann kombinieren wir die zwei noch. Ja, ich sehe ja, wie viel Zeug das da zusammenkommt. Das ist ein Wahnsinn. Nehme ich die so mit. Das ist einfach nur der Hammer. So, so. Okay. Ja, tut mir leid, Monster. Das war's eigentlich schon. Ihr könnt eigentlich aufhören zu spawnen. Ja. Hoppala. Drüben steht ein Monster. Ja. Sind natürlich auch hier diese ganzen Fackeln weg, da wo ich das Gebiet hier so ein bisschen ausgeleuchtet habe, dass die nicht unbedingt gleich hier drauf spawnen. Ja, dann hau ich da halt einen Schädel ein, meine Güte. So. Jo. Laufe, laufe. Laufe schneller. Und geschlafen. Oh nein, ich werde beobachtet. Eine blauäugige und eine grünäugige Katze und ganz viele Hunde. So. Fleisch verfüttert. Geht's denn gleich besser? Okay. Maus hat sich komisch gedreht. Gebaut ist aus Eisen. Nee. Da ist es nicht drin. Sonstiges. Was habe ich da drauf gezaubert? Stärke 3. Hey. Ist das noch ein Buch? Oh, hier hätte ich ja auch was. Habe ich nicht mal ein Feuerzeug gehabt? Sag mal. Ah, liegt das vielleicht da oben bei den Werkzeugen? Ja. Ich weiß nicht. Kann man Dynamit immer noch mit Feuerzeug anzünden? Naja. Entschuldigung. Was? Ihr verfluchten Idioten! Also jetzt mal... Jetzt reicht's mal echt mit euch. Ich hasse euch ja eh schon so sehr. Reicht mein Hass nicht?
Achso, das ist ein Pfeil, der hier steckt. Das weg, das weg. Das runter, das runter. So, jetzt probiere ich es einfach mal mit dem Feuerzeug. Oh, geht immer noch. Yeah, oh, passt. Höhe, Breite und so alles passt. Ab und zu ein bisschen nacharbeiten. Wieder 3D. Ja, ich weiß, so bekommen wir nicht den ganzen Stein raus. Ja, aber links und rechts muss ich ja dann eh abarbeiten, weil ich hätte es auch gern irgendwie entweder so in Koppelart oder... ja, weiß nicht, ich habe schon überlegt, irgendwie am Boden vielleicht das Holz. Und ja, links und rechts irgendwie so. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber, hoppala. Habe ich ja noch ein bisschen Zeit, dass ich mir da das überlege. Was? Stand doch eh weg. Und es geht auf alle Fälle schneller. Dann gehe ich halt hierher. Also, ja, ab und zu können wir eh Steine abbauen. Und dann ist das schon. So. Ah, ich muss gleich nochmal zur Monsterfalle laufen. Ach, da war Erde, deshalb sprengt er da ein bisschen mehr weg. Alles klar. Erde hat natürlich einen kleineren DND-Widerstand. Und deshalb sprengt er hier natürlich mehr weg. So, ich bin hier auf 155. 59. Einen Moment, ich schreibe mir das kurz auf. Also. Schreibt nicht. So. Z ist 155. Und Y haben wir 59. So. Ich sehe mal kurz was. So, dann hier rauf. Ach, geht weg, ihr Monster. Ne, hier. Ich habe beide Stärke 1. Das kostet 5 Level. Okay. Ich meine, wir haben es ja. Stärke 2 plus Stärke 2 ergibt Stärke 3 schon mal. Kostet 19 Level. Okay, mache ich auch. Und kann ich dann die 2... Was? Das soll 15 Level kosten? Jetzt verarscht du mich aber, oder? Was? So kostet der 25? Ach du, kannst mich mal. Keine Ahnung, wie sich diese Verzauberungskosten da ergeben. Also, echt lächerlich manchmal. So. Das so weit. Ach genau, da habe ich ja dieses Nemesis-Ding drauf. Ach Gott, der Mist. Lauf, 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 lauf. Und er lief. Schaute sich aber dennoch nach Monstern um. Denn so ein mieser, fieser... Arschcreeper kommt gerne irgendwo raus. Okay. Zack, 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 zack. Äh.
Das wäre hier. Die 155. Okay. Okay, ich hab da gerade das gehört, aber ich glaube, das wart nur ihr zwei da. So, hier würde ich gern irgendwie so runtergehen. Moment, habe ich hier? Ne, habe ich hier nicht. Ich habe hier Zaunränen. Okay. Zack. Und zack. Leiter. Ach Blödsinn, das ging ja so. Ja. 12 habe ich. Ach gut, das sollte eigentlich reichen. So. Das weg, das rein. So, machen wir das mal. Ja, das war ja klug mit der Leiter. Das war so klug. Leiter rein. Das war auch klug mit der Fackel. Okay. Äh, 59 passt eh, okay. Zwei noch. Hier genau auch bei 155,59. X ist 172. Das schreibe ich mir auch auf. Machen wir einfach hier in so ein kleines Eck rein. Ist auch egal. Fahren wir eine kleine Kurve. Ach, ich kann da nicht, einfach nicht widerstehen. Ich muss sie töten. Wenn die schon da sind. Tut mir leid. Ach, mach einfach alles. Nimm mal in der U-Bahn bauen. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, da diese idiotischen Monster da prügeln. Weg, weg, weg. Weg, weg. Was ist denn das? Ach so. Ich habe da unten Kies abgebaut. Ach stimmt, das habe ich auch abgebaut. So. Nee, passt. Noch? Wird es hell oder wird es schon wieder dunkel? Es wird dunkel. Die Sonne geht unter. Nein, geh nicht unter. Ich hab doch so fürchterliche Angst im Dunkeln. Zack, zack. So, diesmal brauchen wir nicht schlafen gehen. Gebaut ist aus Holz. So, habe ich... Hier hätte ich eine Falltür drin. Okay. Schalalala. So. Dass da nicht irgendwie mal so ein Monster raufkommt. Ich mache einfach mal hier so. Hallo? Ist jetzt hier wer gespawnt? Diesmal nicht. Sehr gut.
Alles klar, da sind wir bei 80. 80, 80. Okay. Eins runter, eins rauf. Und ich bin hier immer noch in der Mitte. Wobei das aber Erde ist. Und weiter geht's mit DND. Nein, Sprengung! Oh, hoppala. Mist. Ich hab keine Fackel mehr. Oh, Moment. Habe ich irgendwo schon Kohle freigesprengt? Ne. Ich hol mal schnell ein bisschen Kohle. Davon haben wir eh mehr als genug. Jetzt dachte ich, dort steht einer im Eck. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle. Und weg. So. Und so. Und so. So, haben wir wieder genug. Dann würde ich sagen, sprengen wir weiter. Ist immer noch in der Mitte? Ja. Ja, natürlich durch die Erde sprengt er viel mehr weg, also was er soll, aber was kann man nichts machen. Yeah. Ach stimmt, jetzt sind wir schon unterm Sand. Jetzt dachte ich schon, oh mein Gott, was ist das? Oh, Sand. Ach stimmt, da oben habe ich ja mit Erde ausgebessert, da, deshalb kommt auch kein Licht rein. War das jetzt ein Standbild oder nicht? Das ist Kohle. Moment. Ich höre da Lava. Muss irgendwo Lava sein. Ja, ich könnte das mit der Glückshacke abbauen, aber ehrlich gesagt, wir haben so viel Kohle. Wer weiß, brauchen wir das alles jemals. Kabum! Ach du Scheiße! Fuck! Da ist ja wirklich Lava. Ich hoffte, gehofft ist unterhalb. Ich brauche einen Eimer, ich brauche einen Eimer, lalala. Oh! Kommando zurück! Ich habe einen Eimer, sogar mit Wasser drin. Und ist das blöd, wenn ich den jetzt auf dieser Ebene auskippe. Dann muss ich den später ja wegmachen, dieses Obsidian. Dann kleide ich das besser jetzt mit Erde aus und schaufel mich da nach unten. Nur da drüben brauche ich es eh nicht. Okay. So sieht also das Obsidian aus in diesem Texture Pack. Wirklich, irgendwie ist ja lila. Naja. Ha. Ist da wirklich Lava? Also wenn ich wieder mal Lava suche,
Dann weiß ich, hier bei dieser U-Bahn-Station ist welche. Oh. So, da. Und die Kohle. Ganzen Rohstoffe nehmen wir natürlich mit. Nebenbei wird schön gelevelt. Ach, wenn das alles Diamanten wären. Ach, schön. Da ist noch eins. So, von mir ist auch hier und hier, damit das nicht alles zu dunkel ist. Weil falls ich mal kurz weg bin, dass da nicht gleich was spawnt. Wir wollen keine Besucher. Wir sind Einzelgänger. Was? Achso, okay. Ich dachte schon, ich stecke hier. Oh, ist wohl nicht all, ich wollte schon sagen, ist wohl nicht allzu tief, die Lava. Hm? Aber doch. So, hier kann man Wasser drüber leeren. Genau, hier stört's mich. Nicht mehr, ne. Das mache ich auch weg, damit das nicht die Optik täuscht. So, hier geht's gerade weiter. Das weg. So. Brav. Dann können wir das hier noch wegkacken. So, so. Oh. So. 116 sind wir schon. Auf 172 muss ich. Eisen. Sehr schön. Und hier ist alles findet. Explosion! Und zack, und zack. Zack, zack. Oh Mann, das ganze Eisen, das ist nur für mich. Da hinten ist doch Erde. Oh, schon wieder Kohle. Kohle gibt's echt viel. Bumm! Yeah, hat uns die Fackel weggesprengt. Das geht ja echt mal flottig. Zack! Schon wieder Kohle! Ist ja echt ein Wahnsinn, dass es hier Kohle gibt. Hauen wir mal die schnell raus. Hopp und hopp und hopp und hopp. Ja, wie gefällt euch allgemein das Minecraft Let's Play so? Würde mich auch mal interessieren. Ja, diesmal werde ich eher richtig so mal an die Tasten gebeten. Ich werde mir diesmal mal so ein bisschen Kritik sammeln. Soll ich irgendwie was anders machen oder so weiterspielen wie bisher?
das ist ja so. Ja, einige meinten schon, ja, Spiel weiß ich nicht. Eher was Spannenderes. Halt auf Minecraft bezogen, wenn man dann zurückschreibt, weil das sind dann meistens persönliche Nachrichten, ist halt das Problem, dann kommt nichts mehr zurück. Ja, wenn ihr schon sowas an mich schreibt, dann wäre es natürlich nett, wenn ich dann nochmal eine Antwort bekommen würde. Was ihr dann halt wirklich im Endeffekt meint. Also ich kann es leider nicht wissen. Ja, das müsst ihr mir schon sagen. Ist das jetzt eine Höhle oder nur so? Oh, ist eher nur so ein kleines Unterwasserbecken. Also, da würde es mich dann wirklich interessieren, was genau gemeint wird. Also mit, ja, Spiel was anderes. Also, eins kann ich gleich vorneweg ausschließen. Diese ganzen BVB-Karten und so, das geht. Es ist alles nicht so meins. Also, wenn ich schon irgendwie da Multiplayer-mäßig was machen will oder würde, dann sicher mal nicht sowas. Da würde ich mich wirklich eher dann ein anderes Spiel suchen, so wie in StarCraft oder so, dass ich dort wirklich da ein paar Multiplayer-Matches spiele. Ach, da ist ja nichts. Und ja, die dann hochlade, aber Minecraft eher nicht. Also das muss ich sagen, reizt mich jetzt nicht so. Also, ach ja, ich vergaß. Dass wenn ich das da oben hinklatsche, natürlich runterfällt, mache ich unterhalb dem Erdblock hin. Ich muss ja natürlich da die Höhe hier einhalten. So, da. So, machen wir uns. Ja, geh rüber. Hier eine professorische Brücke mal so drüber. Verzeihung. Natürlich wollt ihr ja auch was sehen. Ja, ich könnte auch generell sagen, keine Ahnung, ist das Minecraft Let's Play zu langweilig oder passt so, oder wie gesagt, also würde mich über Kritik freuen. Ja, es muss jetzt aber nicht so irgendwie flame-mäßig geschrieben werden, wie, keine Ahnung, du bist scheiße oder sowas. Da muss ich sagen, sowas wird einfach kommentarlos sofort gelöscht, also auf sowas bin ich nicht neugierig, also. Und das werdet ihr auch sicher verstehen, also. Wie gesagt, konstruktive Kritik gerne, aber alles andere, Beleidigungen und so. Nein, danke, weil so bringt man einfach nichts und daraus kann ich da irgendwie nichts anders machen. Jetzt hört er auf, meine Fackeln da zu zerstören. Muss ich eh bald durch sein, hoffentlich. Ein bisschen Stein haben wir ja. Dass die Explosion trotzdem so weit geht. Ja, also wie gesagt, ran an die Tasten. Und ja, schreibt mir dann mal, wie ihr das so alles findet. Ach, da war nur Erde, okay. Oh, wir sind da, braucht nicht mehr sprengen. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Oh ja, wir sind da. La 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 la, wir sind... Hey, Steine, hüpft ihr nicht rum?
Juhu! Wir sind da! So, so, wir haben es geschafft. Kletter, 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 kletter.